Willkommen zurück zu Cuphead. Wir sind im Casino. Und... Oh, das gibt's nur auf Schwierigkeit normal, habe ich gerade gesehen. Okay. An sich habe ich schon eine kleine Taktik bis zur Mitte. Wir brauchen jetzt die 2, noch eine 2. Dann eigentlich noch eine 2 wegen Leben, aber wir nehmen dann die 1 wegen der 4 und dann eine 3. Wir brauchen jetzt eine 2. So, perfekt. Ach, die HP... Ach, guck mal, HP 4. Oh. Man kriegt doch immer eins mehr. Oh, das wusste ich gar nicht. Also, ne, wir wissen ja, der Boss hier ist ja super easy. Dürften wir eigentlich keine Probleme mit haben. Also, wenn wir da jetzt ein Leben verlieren, dann... Wäre das schade, weil wir haben jetzt extra die 4. Und die müssen wir auch nutzen. Ah, war schon eine interessante Kombi gerade von ihm. Ah, ich hab's gesehen. Haha. So, den Rest machen wir noch voll. Ja, komm, hier, zack, zack. Easy peasy. Also langsam sollte eigentlich mal noch kommen. Geht doch, dankeschön. So, wenn ich jetzt die Würfel richtig treffe, dann können wir die Hälfte immerhin gut schaffen. Das wäre nice. So, jetzt noch eine 2. Nein, ach, nee, die 3. Okay, wir haben verkackt. Die 3 ist schwer. Na, schade. Ja, die 3 ist schwer. Nee, ich wollte doch ausweichen. Hä? Ich habe Dreieck gedrückt, ich schwör's euch. Ich hatte Dreieck gedrückt. Ach Mann. Okay, so scheint das ja doch nicht zu sein. So, jetzt kriegst du ja aber die Bam. Oh nein, noch schon Knockout. Leute, der wird zertreten. Okay, wer war der dann doch nicht? Hab das jetzt schwieriger in Erinnerung gehabt. Okay, jetzt bräuchten wir eigentlich die 3. Ne, die 2 bräuchten wir. Die 2 kommt nach der 3. Perfekt. Scheiß auf Safe. Scheiß auf den Safe. A great slam and that stuff. Here goes. Oh, das war knapp. Gut, das ist jetzt nicht so schwer hier. Allgemein, ne? Der Bosskampf ist jetzt halt auch nicht so schwierig. Ich benutze trotzdem die Dings. Komm, na geh doch. Zack, zack, zack. Okay, war das auch. Jetzt brauchen wir eine schicke 3. Und danach eine 2 wegen Leben. Jawohl, schön. Und jetzt eine 2. Jetzt weiß ich ja nicht, wie die Bosse sind. Perfekt. Sieht gar nicht mal so. Start over. Oh mein Gott. Gibt es da hinten ein Feld, wo man dann nochmal von vorne starten muss? Oh, what the hell? Was ist denn das? Was zur Hölle ist das denn? Alter! Ist ja komplett verwirrend.
Okay, so schwer ist es dann doch nicht. Ne, so schwer war es. Alter. Okay, das war also wahrscheinlich auch sogar ein leichter Boss. Gut. Wir haben auch nur ein Leben verloren, glaube ich. Easy peasy. Alles cool. Nee, Mist. So, wir brauchen jetzt zwei. Wir dürfen keine drei machen. Jawohl, safe, perfekt. Und jetzt noch eine 2. Die 2 kommt nach der 1. Jawohl, haben wir gemacht. Oh, what? Oh, Mist. Jetzt müssen wir gegen den kämpfen, oder was? Ach, du Heilige. Ey, als wenn ich das schaffen würde. Och nö. Och Mann, jetzt müssen wir alles verfolgen. Oh, zum Kotzen. Nee, das ist kacke. Das ist wirklich kacke. Hätte ich das gewusst. Oh, Jungs, ey. Ich glaube, das könnte richtig, richtig lange dauern. Also ich dachte, ich werde die Woche vielleicht noch fertig mit dem Spiel. Aber es sieht nicht so aus, weil ich nehme ja Cuphead alles an einem Sonntag auf. Also an einem freien Tag eigentlich, mehr oder weniger. Ach Mann, ey. Nervig. Ich krieg das noch hin, ich krieg das noch hin. Oh Gott! War knapp jetzt, ey. Jawohl! Easy. Haben wir sogar noch unsere Ulti. Falls wir einen Gegner bekommen, der ganz ein bisschen abfuckt. Ich find's auch gut, dass die 4 ein Herz hat. Wir brauchen also die 3. Nein! Ach Mann, das gibt's doch gar nicht. Egal, wir haben eine, ja, wir haben ja unsere Ulti, ne? Eigentlich geht der auch noch vollkommen klar. Derweil muss ich jetzt sagen, der geht halt echt ganz gut klar. Macht trotzdem die Ulti. Man weiß ja nie. Ja, komm, jetzt geht drauf. Na, geht doch. Ich dachte am Anfang, der Boss wäre schwer, ey. Dabei ist er sogar fast genauso leicht wie der zweite. Okay, jetzt brauchen wir aber eine 2. Psch. So. Jawollo. Level up. Ach, hell, level up. Ja, moin. Vergesst es. Health. Health up. Oh, was war noch? Oh, was war jetzt nochmal der Dingens? Was war jetzt nochmal der Dings? Der, die Billardkugel dann. Oh, knapp. Knappe Geschichte, ey. Brauche ich eigentlich gar nicht. Komm jetzt aber. Zack. Na, geht doch.
Ich habe Angst, dass ich immer noch Schaden kriegen kann, ne? Deswegen mache ich immer noch ein bisschen weiter. So, jetzt die 3. Kommt nach der 1. Yes! Wichtig. Oh, war die 2 nicht sogar, Dingens? Die Kugel? Boah, 5 HP, Alter. War das die Kugel? Jawollo. Ist auch so ein weirder Boss irgendwie. Ja, wirklich so komplett weird. Am Anfang dachte ich so, okay, gut, voll verwirrend, aber eigentlich ist der, ja, guckt es euch an. Eigentlich ist der übelst einfach. Ich glaube, das ist auch so einer der Speedrun-Bosse. Safe. So, jetzt die 2. Bitte keine 3. Jawohl. Nochmal eine 2 und danach gibt es den Boss. Aber wir sogar 5 HP, ey. Jawohl. Okay, let's go. Oh, das war knapp. Oh Gott! Muss mal in der Mitte bleiben. Okay, let's go, komm. Nein! Jawohl, 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 jawohl. Casino-Nacht. Oh mein Gott, wir haben das Casino geschafft. Geil! Und 6 hat Paras. Ach, habe ich dreimal dann die 2 gemacht, ja? Interessant, wusste ich gar nicht. Alter, das ganze Boss-Ding ging jetzt 5 Minuten, ey. Holy moly. Oha. Bestnote? Ein perfektes Ergebnis. Oh, geil. Das erste Mal und dann noch beim Casino. Nice. Geil, wir sind beim Boss. Oha, könnte das die letzte Folge werden? Ich glaube aber nicht, der Boss soll richtig schwer sein. Ein Höllenspaß. Ich habe erst Höllenspaß gelesen. So, ich trinke nochmal was, bevor ich mich ins Verderben stürze. Oh, wen haben wir denn da? Ihr habt nicht nur meinen unnützen Schergen König Würfel versohlt, sondern ihr habt auch meine Seenverträge. Jetzt schließt euch mir an. So, wenn ich ja mache? Boah, ich weiß gar nicht, soll ich ja oder nein mal machen? Wenn ich nein mache, muss ich gegen den kämpfen. Wenn ich ja mache, auch, oder? Was ist, wenn ich ja drücke? Eigentlich will ich es wissen. Ich glaube, jeder macht nein. Deswegen will ich einfach ja machen. Ihr gehört mir und wir werden hier unten einen Höllenspaß haben. Okay. Moment, habe ich jetzt durch. LOL! Jetzt ernsthaft? Wie gesagt, ich wollte mal gucken, was passiert, weil ich wette mit euch, jeder hat auf Nein gedrückt. Jeder Let's Player da draußen hat auf Nein gedrückt, weil sich denkt, ach, wir sind die Helden, wir wollen uns nicht den Teufel ergeben. Aber ich habe einfach auf Ja gedrückt, einfach um zu wissen, was passiert. Am Ende gewinnt der Teufel eh immer. Ganz einfach. Das will ich euch damit vermitteln. Ihr könnt kämpfen, wie ihr wollt. Am Ende verliert ihr. Nein, Spaß. Nee, aber, interessant, dass es wirklich ein Ende gibt, wo man nicht kämpfen muss.
Das hätte ich gar nicht erwartet. Ich habe einfach gedacht, die sagen jetzt, man sagt so, ja, okay. Und dann muss man sich vielleicht doch noch gegen den kämpfen, um sich, ne? Um einen Test zu bestehen irgendwie. Mal ganz vorspulen. Perfekt. Crazy. Kriegst du ein bisschen Kopfschmerz jetzt? Deswegen gucke ich lieber zu Elgato. Da ist das nicht ganz so schlimm. Okay, vergiss es. Das ist auch genauso schlimm. Puh. Crazy. Schlechtes Ende. Ganz, ganz schlechtes Ende. Man ist einfach beim Teufel. Und was ist jetzt mit dem Speicherplatz? Wie sieht's da jetzt aus? Ah, man kann aber den Boss nochmal versuchen. Ich will mir nur mal anschauen. Ich weiß nicht, ob ich den tatsächlich machen werde, weil wir haben das Spiel so gesehen ja durchgespielt. Komm, machen wir mal nö. Ihr fallt mir also in den Rücken, was? Ich werde euch lehren, Verträge nicht zu brechen. Aufgepasst. Okay, gucken wir mal. Schade, ich dachte, ich hätte das Spiel jetzt durch. Mist. What the fuck? Ah ja, okay. Hätte ich wissen können. Hä? Okay. Interessant. Da kommen irgendwelche Kugeln an. Was sind das jetzt? Das ist eine Spinne? Mist. Das war zu früh. Ich bin gerade gesprungen. Alter, okay, der gut, der Boss wird der ist ja richtig schwer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den machen werde. Ja, moin. Ja, komm, ey, wenn da noch diese Viecher kommen, was soll man dann machen? Die Folge ist jetzt eh vorbei. Also, wenn ihr den Boss noch sehen wollt, dann schreibt mir das unter die Folge ganz gerne mal, weil ich habe das Spiel so gesehen durchgespielt. Und dann entscheide ich selbst, ob ich das mache oder nicht. Mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall eventuell zum nächsten Cuphead-Video, aber ich denke mal, ich glaube jetzt einfach mal nicht. Übrigens finde ich es auch geil, wie hier die Würfel, glaube ich, Zähne darstellen sollen. Bin ich der Meinung. Ganz witzig eigentlich. Gut. Cuphead auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel. Ist nichts für schwache Nerven. Bin gespannt, ob man das jetzt auch auf schwer spielen kann. Nicht, dass es schwer genug war, aber so manche Bosse, da würde ich mir schon wünschen, so, boah, da hätte ich richtig Bock, die auch noch auf schwer zu spielen. Wie zum Beispiel den Zug mittlerweile, den finde ich ja echt ganz cool. Wir sehen uns dann zum nächsten Projekt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Haut rein und tschüss.